im Chat. Was meinst du mit bildloser Mystik? Viele Übungen funktionieren ja über Bilder. Was ist schlecht an bildloser Mystik? Nachteile, Gefahren. Das Jesusgebet selbst, wenn ihr das viel sprecht, ist wie Zen, bildlose Mystik. Wir haben da jetzt also keinen gekreuzigten oder keinen Lebensbaum vor Augen. Wenn Bilder kommen, dulden wir sie, aber wir erzeugen sie nicht aktiv. Und wir singen das Jesusgebet auch nicht. Dadurch trägt es uns über den Gedankenbereich hinaus. Also es zerstört eben auch Gedankenformen in gewisser Weise oder führt uns in einen Bereich oberhalb der Gedanken. Und das ist also bildlose Mystik. Bildermystik ist tatsächlich das, was wir mit Liebesmystik und so weiter machen. Am Anfang mit Mystik und Coaching, mit den Basisseminaren, war ich totale Verfechterin bildloser Mystik. Wir machen gar nichts mit Bildern und überhaupt. Dann wurde mir aber deutlich, dass genau wenn man so hoch ist, dass man so klar auf die eigenen Gedankenmuster und Gefühle herabsieht und Muster erkennt, man braucht was, dass man den Müll auch irgendwie entsorgen kann. Weil nur irgendwie betrachten und warten, bis es sich auflöst, ist zu schwierig. Und dann wurde mir einfach auch deutlich, ich bin ja eher so vom schizoiden intellektuellen Bereich hier wirklich so klassisch professoral reingewandert in Mystikpraxis. Und dann wurde mir deutlich, dass Gefühle eben doch eine Rolle spielen und dass es ganz gut wäre, die auch mal aufzufangen. Also die klassische Bildermystik, sowas wie bei Hildegard von Bingen und Visionen und sowas alles. Und über Bilder und Szenen können wir da wunderbar also auch unsere Gefühle heilen, vor allem Bilder, die mit Liebe und Zärtlichkeit zusammenhängen, ist aber vielen zu viel. Die sind am Anfang froh, irgendwas mit Ruhe oder Freude oder ein intensives Körpergefühl erzeugen zu können. Also damit kann man dem, wenn einem das Jesusgebet mit Erkenntnissen oder Entdeckungen, Enthüllungen irgendwas deutlich macht, kann man den Schmerz auffangen und sich heilen. Bei mir ist es also wirklich dieses Denken oberhalb des Denkens, Jesusgebet, fühlen mit einer Gefühlsübung oder Liebesmystik oder Körperempfindung und Wolle, die Willensübung, Handeln oder über Neuro geht das auch sehr, sehr gut, fast noch leichter als mit der Willensübung, einen starken Willen zu entwickeln. Wir sind ja Leib, Seele, Geist. Die Willensübung ist für die körperliche Ebene. Also Leben auf der Erde ist nur gestaltetes Leben und nicht etwa Träumen vorm Fernseher oder Romane lesen oder so. Wenn ein Roman einem dazu dient, zu sagen, ich werde jetzt wie Pippi Langstrumpf, natürlich ist es dann sowas wie so eine Architektenbauskizze und man sagt, ja gut, dann meditiere ich das eine Weile. Also im Kern sind wir hier unterwegs auf bildloser Mystik, aber die entdeckt eben auch ganz viele seelische Schmerzen und Wunden und ähnliches und da gehen wir dann mit klassischen Übungen aus der Bildermystik ran. Habe verschiedene Lehren jetzt so verfolgt. Das Centering Prayer, dann habe ich die Wolke des Nichtwissens gelesen, ein bisschen Dispenser, dann die Linie von dir, evangelikaler Hintergrund. Und da kommt vieles zusammen. Und ich denke dann manchmal, wie bringe ich das alles unter, und sind viele gute Impulse, aber wie bringe ich das auf eine gesunde Weise unter einen Hut? Und da merke ich schon, dass mit den Bildern, da verändert sich was. Und dann auf der anderen Seite, so beim Centering Prayer oder auch du manchmal betonst dann das Bildlose. Und da habe ich mich einfach gewundert, wie man das zusammenbringt. Aber dann gehe ich weiter mit dem recht ungezwungen um, da wo es mir gut tut, da Ja. gucke ich die Bilder und. Also bei meiner Musik heißt das wirklich Kopf, Herz und Hand. Das Mantra oder nach Keating Centering Prayer oder Peter Dückhoff, Ruhegebet nach Kassian. Das ist alles der Bereich, den Kopf leer kriegen, damit wir auch merken, wir sind reine Wahrnehmung. Die Gedanken verzerren ja immer Wahrnehmung. Denn Herz, das ist die Gefühlsübung, beziehungsweise, ja, da arbeiten wir mit Bildern, da heilen wir seelische Probleme, aber eigentlich nur Bilder ist es bei uns auch nicht. Das ist jetzt alles viel zu kurz gegriffen.
und Hand, das ist die Willensübung oder den Willen stärken, denn wir sind auf Erden, um die Erde umzugestalten, statt darauf zu warten, was uns befohlen wird und es brav zu tun. Wir haben Vollmacht. Und es geht darum, dass wir vollmächtig aus Liebe und Wahrheit handeln. Also das muss jetzt nicht im Martyrium enden, aber erstmal begreifen, jeder Einzelne hat Vollmacht. Wir brauchen Mächtige gar nicht so sehr. Diese Sucht nach Mächtigeren ist infantil. Und diese Sucht nach Unterwerfung unter Mächtige ist eher was aus dem SM-Bereich. Das sind eher Glieder an einem Leib, das sind immer organische Bilder oder Netzwerkbilder.